So, da bin ich auch schon wieder. Ja, also, es ist halt so, die Geschichte nimmt schon langsam Gestalt an. Also jetzt, okay, haben die Charaktere rausbekommen. Kuya steckt also hinter alledem. Jetzt nimmt die Story ihren Lauf. So, ja, weiter geht's hier an dieser epischen Stelle. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich bin immer an deiner Seite und beschütze dich, Lilly. Danke, Sidan. Das ist so nett. Ich werde Kuya finden. Ich möchte auch mitkommen und helfen. Außerdem bin ich auf diesem Kontinent wohl eh nicht mehr so willkommen. Okay, damit ist dann wohl alles gesagt. Dann wollen wir mal die Flausen aus Kuya rausprügeln. Wie wäre es, wenn wir das schnellste Schiff in ganz Lindblum zur Verfügung gestellt bekommen? Bedauerlicherweise funktioniert der Nebelantrieb der Luftschiffe nur hier, eben auf dem Kontinent des Nebels, Zirp. Das heißt, dass ihr mit einem Luftschiff nicht über das Meer gelangen könnt, Zirp. Verstehe. Aber wie steht's dann mit diesem neuen Luftschiff, das ohne Nebel angetrieben wird? Schon fertig? Nein. Und sobald es fertig und einsatzbereit wird, beschlagnahmt es Brain sowieso, Zirp. Es gab zwei Bedingungen bei der Kapitulation, Zirp. Die ersten war die Beschlagnahmung des neuen Luftschiffes. Die zweite war die Übergabe der Drachenkralle. Hm, das neue Luftschiff kann ich ja noch nachvollziehen, aber was will sie denn bitte mit diesem komischen Klunker? Da bin ich überfragt, Zirp. Wer auch immer, müssen wir uns wohl mit einem Boot begnügen? Das geht auch nicht. Der Seehafen ist gesperrt, da kann kein Schiff auslaufen, Zirp. Aber, verdammt nochmal, sollen wir dann schwimmen oder was? Nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Zirp. Oho, boing. Im Morast nördlich des Schlosses gibt es ein altes Bergwerk, Zirp. In der Umgebung dieses Bergwerkes wimmelt es nur so von Monstern und Kreaturen, die normalerweise auf diesem Kontinent nicht heimisch sind. Gerüchte besagen, dass eine bei den Ausgrabungen entdeckte Höhle als Passage zu einem anderen Kontinent dient, Zirp. Etwa zum äußeren Kontinent? Etwas vage, die ganze Geschichte. Kann man sich denn auf die Angaben verlassen? Nun ja, es sind Gerüchte. Also müssen wir wohl hin und vor Ort nachschauen. Fein, mach die Sache wenigstens ein bisschen abenteuerlicher. Pass mir ja auf die Prinzessin auf, hörst du? Wir beginnen hier schon mal mit den Vorbereitungen für einen Gegenschlag, Zirp. Mehr als dieses bescheidene Taschengeld kann ich leider nicht entbehren, aber kauft euch, was ihr braucht. Oh yeah. Ich warte so lange hier. Sidan, kauf mir was Schönes. Jo, so ist es wohl besser. Ja, das ist sehr interessant. Gerüchte besagen. Ja, genau. Wir können jetzt nicht eine Weile nicht zurückkommen. Lindblum gehört jetzt ausnahmslos zu Alexandria, da es ja unterworfen wurde. Und deswegen können wir jetzt erstmal dann eine Weile nicht mehr zurückkommen. Was kann ich denn hier machen? Oh, wow, was haben wir da? Detonator. Silenquidea. Ich habe kein Silenquidea. Verdammt. Kann ich noch irgendwo eins kaufen? Weil diese Waffe würde ich ganz gerne haben. Düpp, düpp, düpp. Wo war nochmal der Waffenladen? Da. Falls er noch benutzbar ist. Achso, da. Ich habe mich schon gefreut. Yay, so einmal das. So, vielen Dank. Jetzt kann ich mir nämlich den Detonator basteln. Yeah. Mann, 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 hier sieht's aus. Schlimme Sache. Bin mal gespannt, ob Fraps immer noch laggt jetzt gleich. Bis jetzt nicht mehr, aber wer weiß. Oh ja, eine neue schöne Waffe mit neuen Abilities zum Erlernen. 777, was ist das? Wie viel Glück hat man für diesen Schaden? Flächenwiese, okay. Seelenwanderung ist nicht so meine Sache, aber gut. Was hast du noch zu bieten? Barrett. Barret. Goldschal. Korallenring. Ja, ich weiß nicht, was man da so gebrauchen könnte. Den Goldschal und den Korallenring kann ich mal ausprobieren. Mal sehen, was das so ist. Okay. Oh ja, Peridot. Das ist ganz wichtig, damit Garnet, also Lilly, Ramu beschwören kann in Zukunft. Denn auch sie möchte ja zu irgendetwas Nütze sein. Ich habe so das Gefühl, dass es immer noch laggen wird. Ach, hier kann man auch... Ah, hier kann man Items kaufen. Ich
brauche eigentlich nur ein paar Zelte. Ja. Ein bisschen Baldrian. Zum Einschlafen. So, hast du sonst noch irgendwelche Waffen zum Kaufen oder... Drillarmreif. Kaufe ich mal zweimal, gucke ich mir mal an. Stirnband, gucke ich mir auch mal an. Drillweste kaufe ich mir auch zweimal. So, und dann gucke ich mal, was ich mir denn so ausrüsten kann. Mahnweste. Ja, wäre für sie doch besser. Du? Die Stärke um 1? Ja gut, warum nicht? Pestizid? Ja, nehmen wir das mal. Stirnband ist auch gut. Und Kannibale, da lernen wir das auch mal. Okay, danke. Was wäre das? Items brauche ich soweit auch nicht mehr. Gibt es ja irgendwas? Liegt hier irgendwas rum? Da. Nö. Hätte ich jetzt gedacht, hier liegt irgendwas rum. Ja, ansonsten glaube ich, oh, Active Time Events. Der dritte Schatzkristall. Okay. Ah, die haben sich in Schloss Lindblum schon bequem gemacht, was? Wir haben mit dem Verladen auf die Flottenschiffe begonnen. Das hat aber ziemlich gedauert, was? Ja, aber nur weil diese Lindblum-Soldaten sich nicht sofort dem Befehl gebeugt haben. Wir müssen zusehen, dass wir mit dem Verladen fertig werden, bevor Königin Brandy Geduld verliert. Ich komme daher mit zum Hafen und werde selbst ihre Hand anlegen. Jetzt, wo wir endlich die Drachenkralle haben, verschwenden wir nur unsere Zeit. Jawohl! Diese Drachenkralle... ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit dieser Drachenkralle Bahamut beschwören kann. Bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich hier sonst noch irgendwas tun? Nee, ich kenne überhaupt keine... Ja, bla 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 bla. Hast du mir zu erzählen? Ja. Ja, die Leute stehen alle am Ende ihrer Existenz. Schon, die Bumesia hat ja, ja, sind sie alle geflohen, aber hier, die sitzen ja jetzt eigentlich fest hier. Hast du mir noch zu erzählen? Okay. Aber das Hotel ist noch bewohnbar. Ja, das Hotel ist unbeschadet. Na, na, na. Ein Brief für mich. Ja, das ist richtig. Lindblum ist angegriffen worden. Wir speichern erstmal eine Runde. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Mit dem Plot. So, Steckplatz. Vielen Dank. Wie sagt man so schön, die Firma dankt. Hohoho. So, und rein da. Heraus da, meine ich so. Okay, wie gesagt, ich weiß jetzt direkt, ob man hier was machen kann, aber sollte jetzt auch nicht so das größte Problem sein. Jetzt wird es weitergehen mit dem Plot. Bam, 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 bam. Reden wir mal mit diesem Kollega hier vorne. Ja, wir sind startbereit. Und ein gezwungenes Active Time Event. Brains Flotte läuft aus, okay. Für Kriegsbeute laden die aber ziemlich billiges Zeug sein. Ob die das alles allen ernstens mit nach Alexandria nehmen wollen? Oder planen die vielleicht eine längere Seereise? Herod, hier wird nicht geredet, sondern gearbeitet. So echt. Verdammt normal, wer glauben die eigentlich, wer die sind? Wir sollten ein wenig Zeit gewinnen. Wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sie es gestoppt haben. Mann, Alexandria herrscht jetzt über den ganzen Kontinent.
Was nützt es denn, Vorbereitungen für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemanden mehr zu bekämpfen gibt? Was haben die bloß wieder ausgeheckt? Ist mir ein Rätsel, aber es handelt sich um die habgierige Brain. Vielleicht fehlt ihr noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Was hat Königin Brain vor? Ja, genau. Macht euch nur breit hier im Schloss. Die Soldaten wissen selber nicht, was Königin Brain vorhat. Sehr merkwürdig, das Ganze. Oh, da bin ich. Niemand mehr da? Hey, komm rüber, alle! Ich muss jetzt auch gleich einen Cut machen. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Vorbereitungen gemacht in dem Video. Und im nächsten Video werden wir dann weiterspielen. Bis dann.